Willkommen, meine Damen und Herren, Sodrianer und Briten, Schotten und Iren und alle anderen auch auf der Insel Sodor. Noch befinden wir uns nicht auf der Insel selbst, aber hier im Bahnhof von Barrow Inverness beginnt die Hauptstrecke der Sodrianischen Eisenbahn. Lokomotiven, blast eure Pfeifen, drückt auf die Huben und lasst die Maschinen starten, denn wir werden nun zeigen, was für ein besonderer Ort die Insel Sodor ist. Wir haben soeben den Walney Channel überquert und haben damit das Festland verlassen. Von daher nur noch einmal offiziell: Willkommen auf Sodor! Damit verlassen wir die Stadt Wickerstown. Während der Streckenabschnitte ohne Sehenswürdigkeiten könnt ihr die wunderbare Landschaft genießen und der Musikkapelle lauschen. Wir werden nun wieder etwas langsamer fahren müssen, aber ich will ja nichts vorwegnehmen. Wir haben soeben nach dem Tunnel auch den Bahnhof von Bellerou durchquert. Wenn man von dort aus ein paar Kilometer weiter nach Südosten gehen würde, so würde man nach Norrenby, der Stadt am Meer, kommen. Ob die Stadt samt seines Fischerdorfes irgendwann mal an das Schienennetz angeschlossen wird, wird wohl nur die Zeit zeigen. Und nun nähern wir uns der Stadt Crovan's Gate. Das Motto der Stadt lautet Ava Mikos Cave Hostis. Latein für Seid gegrüßt, Freunde, seht euch vor, Feinde. Bevor wir zum Bahnhof kommen, sehen Sie hier die sodrianische Lokwerkstatt. Geht mal eine unserer Maschinen kaputt, wird beschädigt oder muss nur neu gestrichen werden, kommt sie hierher. Lokomotiven werden repariert und auch gebaut. Und... oh! Meine Damen und Herren, ich will Sie ja nicht beunruhigen, aber es sieht so aus, als hätten wir ein kleines Problem. Wenn Sie nach vorne schauen, werden Sie sehen, dass eine Menge Güterwagen vor uns die Schienen blockieren. Aber die müssten auf dem Gelände des Rangierbahnhofs der Werkstatt stehen. Wie sollen wir denn jetzt vorankommen? Fürchtet euch nicht! Wir helfen euch schon! Und schon ist der Weg wieder frei. Da sieht man mal, wie man vorankommt, wenn man zusammenarbeitet. Egal mit wem. Hier auf Sodor sind uns Unterschiede zwischen Loks egal. Ob Dampf oder Diesel, männlich oder weiblich, britisch oder ausländisch, alles was zählt ist Nützlichkeit. In diesem Sinne, fahren wir unsere Fahrt fort. Und hier haben wir den Bahnhof von Kelsdorp. Er heißt aber Kelsdorp Road. Wieso? Ganz einfach. Wir befinden uns nicht in der Stadt Kelsdorp. Diese liegt gut 4 Kilometer weiter nördlich. Hier am Bahnhof ist nur die Road, die Straße, in die Stadt. Warum man den Bahnhof so weit weg von der Stadt gebaut hat, das wird wohl immer eines der Geheimnisse der sodrianischen Geschichte bleiben. Calabi und Belladrine mögen klein und insignifikant wirken, nicht zuletzt dadurch, dass ich die beiden so kurz zusammenfasse. Aber auch die kleinen Dörfer sind wichtige Bestandteile der Infrastruktur von Sodor. Und damit sind wir in Kildane und haben damit fast die Hälfte geschafft. Nun, liebe Fahrgäste, haben Sie die Wahl. So oder so werden wir nun eine kleine Pause machen. Aber Gordon und ich wollen noch ein kleines Rennen über die Peel-Godwood-Strecke fahren. Wer das Rennen miterleben will, der kann jetzt in mich oder in Gordons Zug umsteigen. Aber seien Sie gewarnt, wir werden sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Alle anderen können natürlich gerne in Kildane bleiben. Vielleicht zur Eiscreme-Fabrik und dort Pause machen. Nach unserem Rennen gibt es aber natürlich auch Eis für alle, da also keine Sorge für die Leute, die mit möchten. Auf die Plätze! Fertig! Los! We'll be right back.
Es sieht ganz so aus, als hätte ich dich da geschlagen. Nun freu dich nicht zu früh. Immerhin müssen wir noch zurückfahren. Na, entspannst du schön? Ja, schon. Aber allzu angestrengt bin ich ja auch nicht. Immerhin habe ich nicht allzu viel zu tun. Nicht, dass ich damit ein Problem hätte. Habe ich nicht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Beitrag. Na dann komm mal, Harry. Wir wollen ja rechtzeitig da sein, nicht wahr? Hugo, Hugo, mir ist was gebrochen. Ich kann nicht anhalten. Oh nein, keine Sorge, Gordon. Ich werde versuchen, dich vor der nächsten Kreuzung zu überholen und mich vor dich zu setzen, um dich abzubremsen. Das ist dann ja gerade noch einmal gut gegangen. Okay, na dann mal ab nach Kildare zurück. Und während wir Gordon dort reparieren, können auch die verbleibenden Gäste eine Pause machen und den anderen erzählen, was sie verpasst haben. Gute Arbeit soweit. Hä? Was möchte sie denn von mir? Wie fühlt sie? Geht sie davon aus, sie sei unschuldig und wollte zeigen, dass sie mir verzeiht? Sie soll mir nicht verzeihen, sie soll sich entschuldigen. Ach, okay, wenn sie etwas zu sagen hat, dann wird sie es spätestens dann tun, wenn wir hier fertig sind. Und damit geht es nun weiter mit unserer Tour über die Insel Sodor. Unsere nächsten Ziele, Krunk und Merrill. Meine Damen und Herren, Sie bemerken eventuell eine Steigung. Wir befinden uns nämlich auf einem Berg, der bekannt ist als das steile Gefälle vor Merrill. Warum nennt man es nur ein Gefälle, obwohl es noch zwei Seiten hat, von denen man in beide Richtungen kommt? Ein weiteres Rätsel. Aber jedenfalls liegt vor uns nun ein Gefälle. Ich würde sagen, wir schalten mal alle unsere Maschinen aus und lassen uns einfach rollen. Geht es allen gut da hinten? Mir ist nichts passiert. Bei mir ist auch alles in Ordnung. Ja, keine Schäden. Okay, dann ist ja gut. Meine Damen und Herren, erneut wird unser Weg von Güterwagen versperrt. Von Kesselwagen, um genau zu sein. Keine Bange, Kameraden. Ich transportiere diese Dinger täglich. Ich mache euch den Weg frei. Alles klar, vielen Dank. Na, da haben wir noch einmal Glück gehabt. Hey, ist alles in Ordnung? Ah, das sind ganz schön schwere Wagen. Ich weiß nicht, ob ich dazu wirklich in der Lage bin, sie ganz alleine zu bewegen. Soll ich dir vielleicht helfen? Ja, das wäre sehr nett. Vielen Dank, ihr zwei. Nun, dann wollen wir mal an unsere letzten Ziele kommen. Das hier ist Wellsworth. Als nächstes geht es also nach Crosby. Okay, jetzt los. So, meine Damen und Herren, nun haben wir Knapford erreicht und damit das Ende der Hauptstrecke. Nun, technisch gesehen endet die Hauptstrecke erst in Tidmouth. Ja, das ist verwirrend. In der Tat, Hugo. Sir Topham Hatt, Gordon hat mir bereits weiß gemacht, dass das keinen Sinn macht. Chef, wenn Sie einen Moment Zeit haben? Ja, natürlich. Nun, ich möchte wirklich nicht respektlos wirken, aber... Es gibt da so eine Sache. Was denn, Gordon? Warum geht die Hauptstrecke bis nach Tidmouth? Ich meine, sämtliche Hauptstreckenzüge fahren von Knapford aus ab und enden in der Regel auch da. Das ist doch irgendwie Nonsens. Verzeihen Sie, das hätte ich nicht sagen Warte. Sollen.
Gordon. Du hast recht. Das ist totaler Nonsens. Und aus diesem Grund beginnt die kleine Western ab jetzt offiziell in Knapworth und Tidmouth liegt nicht mehr auf der Hauptstrecke. Und warum haben Sie das nicht früher geändert? Die Parade war ein besonderer Anlass. Und darüber hinaus stehen der Strecke weitere Reformen bevor. Ah, wie überaus interessant. Das stand so nicht im Skript, einfach weiter improvisieren. Tja, das nenne ich mal einen würdigen Abschluss für die Eisenbahnparade der Sudrian Railway. Darf ich nun den Mann auf den Bahnsteig bitten, der das alles möglich gemacht hat? Meine Damen und Herren, ein Applaus für Chadwick Cinder. Meine Damen und Herren, Sir Topham Hatt. Aber wollen wir mal nicht die Wichtigsten vergessen, die Lokomotiven. Also, wie geht es jetzt weiter? Mr. Cinder und Sir Topham Hatt werden sich um die Besucher kümmern. Und was machen wir? Wir werden jetzt feiern. Na, Hugo, hast du Spaß? Ja. Sehr cool. Ich bin mal da drüben, okay? Alles klar. Hugo. Hey. Sehr gute Arbeit. Naja, ebenso. Und wo wir schon mal dabei sind, ich wollte mich mal für diese ganze Sache entschuldigen. Ich weiß, wie es ist, ignoriert zu werden und wie furchtbar sich das anfühlt. Und dass du meinetwegen so fühlen musstest, tut mir in der Seele weh. Ach, ist doch schon so gut wie vergessen. Sehr schön. Umarmung? Ja, klar. Hey, wollen wir uns zusammen fotografieren lassen? Ja, warum nicht? Hey, Sir, machen Sie ein Foto von uns? Ich bin mal kurz bei Amber und Rachel, ja? Ja, nur zu. Hey, Hugo, kommst du kurz mit? Ja, sicher doch. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir wieder Freunde sind. Einfach aus dem Grund, dass ich mir so nichts von ihr weiter erwarte und dementsprechend auch nicht enttäuscht werde. Aber auf jeden Fall ist es mir so viel lieber, als wenn wir permanent die Nähe des anderen meiden müssen. No, Harry? Ich bin nicht. Ich meine, ja? Gute Arbeit heute. Ebenso. Und, danke doch mal, dass du mir geholfen hast, mitmachen zu können. Ein Ding. Ciao. Wir sollten uns mal zusammentun und gemeinsam was machen. Geschichten erzählen, ne? Ja, sicher. Wobei ich nicht so gut darin bin, etwas auszudenken oder zu improvisieren. Ich führe halt Anweisungen aus. Aber Geschichten sind doch keine Anweisungen. Ja, ich meine halt, ich weiß lieber genau, was ich zu tun habe. Tja, dem lieben Hugo fehlt es einfach an Selbstständigkeit. Was sollte das denn? Ja, keine Ahnung. Yo, Gordon! Oh, James! Ich bin gleich wieder weg. Ich... Keine Bange, James! Du bist herzlich willkommen! Danke, aber ich suche eigentlich nur Diesel. Weißt du, wo er ist? Nicht genau. Irgendwo weiter hinten. Verstehe. Viel Spaß und so. Du, Gordon? Ja? Ich wollte mich nur noch einmal schnell bei dir bedanken. Dafür, dass du mir dabei geholfen hast, dir mitzumachen. Noch einmal? So schnell? Was? Nichts, gern geschehen. Sag mal, waren du und Ben nicht mal Freunde? Ja, schon. Ja, was ist denn passiert? Naja, wir haben halt lange nicht mehr geredet und irgendwann ist er auch etwas nervig geworden. Oh, naja, bei dem Nervigteil kann ich nicht unbedingt widersprechen. Diesel, hey! Ich sollte dich daran erinnern, dass du hier nicht zu lange machst. Wir haben morgen früh zu tun. Ja, ich weiß. Wollt doch gleich gehen. Lass mich nur noch mal von allen verabschieden. Alles klar. Dann bis morgen. Ja, bis dann. Also dann. Ich bin einmal los. Dir noch viel Spaß. Ja, danke. Au, Mann. Hasse es, wenn er das tut. Komm schon, Rachel, lass uns gehen. Ich würde... Ja, okay. Na, hast du Spaß? Ja, schon. Und du?
Oh ja, es wird etwas spät. Mal sehen, wie lange ich noch bleibe. Aha. Ich habe auf jeden Fall Zeit, morgen nichts zu tun. Ah, das ist schön. Naja, länger als Mitternacht mache ich jedenfalls nicht. Ja, fair. Die ganze Nacht, sage ich euch. Die ganze Nacht. Ha, ich bin dabei. Natürlich, ich auch. Ach, buh. Tut mir leid, Leute. Party ist jetzt vorbei. Wir müssen uns wieder auf den Betrieb vorbereiten. Naja, es ist ja schon morgen. Die Nacht haben wir durch. Ja, das stimmt. Na dann, brechen wir mal auch auf. Ich fand's super. Oh yeah, das ist die Einstellung. Ja, mir war es auch eine ganz große Freude, mit euch zu arbeiten und mit euch zu feiern. Wir werden uns bei der Arbeit wiedersehen. Na dann, das war doch noch erfolgreich. Emily und ich wieder ohne Streit, ohne Spannungen. Meine Probleme lösen sich. Krieg das mit Rachel in den Griff.